Herzlich willkommen Leute zu Tripwire LP, euer Channel für Gameplays und Let's Plays auf YouTube. Herzlich willkommen! Ihr seht Folge 1, 2, 3, Folge 3 auf Unity of Command, Operation Barbarossa, jetzt Army Group South. Episode 2 haben wir Center gemacht, Episode 1 haben wir gemacht. Entschuldigung. Okay, ja. Boah, das Wetter macht mir jetzt zu schaffen. So, bereit? Oh mein Gott, South. Also, ich habe 35 Panzer. Im Vergleich zu den Russen haben 96 Panzer. Ich habe 263 Leute, die haben 210. Also bin ich, was Panzer angeht, leicht im Nachteil. Meine Mannequins sind auch nicht so, ja, nicht so stark besetzt. Und, ja, bin mal gespannt, wie das läuft hier. So, start mal los. Also, ich habe jetzt diesmal andere Leute hier. Was ist das denn? Hungarians. Okay, die sind aber mega. Ich werde die erstmal einschippen. Nichts verhaken. Meinen deutschen Kameraden werde ich da hinschicken. Dich werde ich auch. Dich grabe ich auch ein. Du hast auch nichts verhaken. Du kommst da vorne hin. Du kommst da hin. Einfach nur eingraben, weil ihr habt nichts verhaken. Eingraben, eingraben, eingraben. So, euch werde ich die Versorgungslinie hier vorne kappen. Ja, es könnte klappen. Also wenn ich hier vorne die einfach nur aufrücken muss. Bin mal gespannt. Keine Chance. Die zerschießen. Oh, nee. Keine, da lohnt nicht. So. Ich habe mal hier ein Flugzeug hinschicken. Nee, trotzdem werde ich meine Einheiten voll. Zu gefährlich. So, wie mache ich das hier vorne? Am besten. Ich kann hier nirgendwo eine Brücke bauen. Ich muss zusehen, dass ich hier rauskomme. So schnell wie möglich. Angriff. Boah, der hab ich. So. Panzern durch. Ein Mann ist durch. So, ich habe hier sofort einen Panzer sofort durch. Also sind die sofort abgeschnitten von dem Benzin oder entsprechenden Spritzufuhr. Also kann ich hier sofort durch versuchen, hier durchzubrechen. Ich schiebe den zurück, schiebe meinen Panzer hoch. Weil es einfach viel einfacher ist gerade. So, ihn hoch von der Flanken. Der geht weg. Zack. Und so einfach habe ich den Brückenkopf gesichert. So, guck mal kurz, wo kann ich den hinpacken? So, sofort rüber mit dir. So, also im Norden ist das gesichert, soweit. Ich habe hier meine Gegner. Oh, mein Handy klingelt schon wieder. So. Egal. Also. Guck mal. So. Okay, du kommst hier vorne hin. Also der Norden ist gesichert, wie gesagt. Ich habe hier entsprechend einen Brückenkopf, zwei Stück ja, eingenommen und gesichert. Zufuhr von Munition zu den Russen hier vorne abgebrochen, also werden die gleich irgendwann schwächer. Ich muss jetzt zusehen, dass das hier Streunis kappe und hier vorne irgendwie durchbreche, hier vorne. Hier etwas hin und hier vorne rum, dass ich die Stadt von einer Versorgungsleitung abbreche und abhalte, weil die sind einfach zu stark zurzeit. Und ich habe auch keine Panzer da. Also muss ich gucken, wie Schritt für Schritt. Und die sind alle eingerahmt. Was natürlich super kacke ist. Also, nächsten Brückenkopf gesichert. Rein damit. Ich muss mal gucken, hier habe ich keine Brücke, also muss ich hier gucken, wie ich die Ecke sofort wieder zumache. Also wie ihr sehen könnt, die Russen sind eingegraben mit diesem kleinen Schaufel oder diesem Pfeil nach unten rechts Symbol. Das heißt, dass ich hier mega Probleme habe. Hier überhaupt was. Oh doch, zack, durch. Also versuche ich die Russen jetzt hier Schritt für Schritt zu schwächen. Indem ich die einfach leicht immer attackiere. Allen möglichen Positionen. Und auch wenn ich hier durchbreche.
So, er ist kaputt. Er ist halb kaputt. Nein! Ach, das wollte ich doch gar nicht. Okay, dann musst du dahin. So, habe ich alle jetzt bewegt, sortiert, gemacht, getan. Okay, er kann noch angreifen. Ne, das ist mir zu riskant. So, jetzt habe ich alle drüber. Die Joden werde ich nicht bewegen. Wach, die sollen sich erstmal wieder verstärken. So, rüber mit euch. Rüber mit euch. So. Wo geht's jetzt hier lang jetzt? Boah, kehr. So, was macht ihr? Also, die verstärken hier voll in Linie. Die gehen hier weg. Versuchen meine Angriffe zu blockieren und die versuchen hier durchzubrechen. Okay. Okay, oh, so Panzer weggebracht. Das ist gut für mich. Weil ich jetzt hier vorne. Okay. Er packt hier. Ich habe jetzt die ganze Flanke hier frei. Wie geil ist das denn? Okay, die haben keine Ressourcen, darum verpissen sie sich jetzt. So einfach ist das. Jetzt greifen die an. Ja, okay, die. Die, was sind das, Italiener oder Tschechen sind hier jetzt nicht, in diesem Spiel jetzt nicht gerade stark. So. Ja. Mein Gott. Das ist halt ein Nachteil bei so langen Gefechten. Oder bei größeren Gefechten mit mehreren Einheiten. Es dauert Ewigkeiten, bis alle sich da bewegt haben. So, ich habe mehrere Leute, die ich platzieren kann. Ich werde mal was. Ich. So, ich breche jetzt hier durch. Und versuche hier vorne einzunehmen. Weil ich habe jetzt Reserven oder Truppen, die ich reinpacken kann. Und die will ich so gerne hier in diese Stadt reinpacken. Weil wenn ich hier draufklicke, zeigt er mir an, wo ich hier deploy nicht, aber deploy schon, also wie soll ich erklären, platzieren kann. Na gut. So, du kommst hier rüber, du kannst sogar etwas angreifen, aber du bist vernichtet. Also bleib da stehen. Egal. Mein Gott, ist er stark. So, erstmal ein Flugzeug. Ich hätte auch so nichts gemacht. So, jetzt bist du umzingelt, du kleiner Sack. Kannst mich jetzt im Arsch lecken. So, gegen Panzer ist nicht immer so einfach mit Infanterie. Sie gucken, wen ich angreife und wann ich den angreife. Aber meine Pferde kann ich angreifen. Einen aufrücken und den hier reinschicken. Und einfach nach und nach einfach zermürbeln. Zack, weg mit euch. Und die nächsten. So, rein mit euch. Rein mit euch. Einfach Lücke schließen. Habe ich hier noch was frei? So, hier. So. So. Ich guck mal, habe ich alles gemacht? So, hier vorne. Zack, will ich erstmal abschneiden. Und. Ja, euch lasse ich einfach mal in Ruhe. Ihr greift erstmal keinen an. Mein Gott, seid ihr schlecht hier. So, nächste Runde. Hoffentlich kriege ich das gebacken jetzt. Bin mal gespannt. Operation Barbarossa, Army Group South. Okay. Also die sind ziemlich stark hier in der Mitte, also hier oben. Oben rechts.
Und die sind hier unten fein wirklich stark. Ich muss nur richtig aufpassen, dass ich hier endlich mal frei kriege. Ah, siehst du, die haben es gemerkt. Die haben gemerkt, dass ich hier hin will und hier angreifen will. Aber jetzt sind die hier oben hin. Hier angreifen möchte. Was machen wir? Ja. Aber, mal schauen, wie es läuft. Das ist natürlich jetzt vor. Ja, ich muss hier. Wir müssen endlich den Ressourcen abgeschnitten haben, weil sonst ist das kacke hier. Den beiden Panzer haben die jetzt auch komplett eingezingelt hier vorne. Hier unten meine ich. Das wird schwierig, da wird echt schwierig. Boah, jetzt kommen es endlich. So. Meine Ressourcen kann ich. Ich muss nehmen und meine. Okay, die will ich jetzt. So. So, einfach. Attackieren, Jungs. Greift doch an, okay. Okay, du bist voll vernichtet. So. Okay, diese Runde habe ich nicht geschafft, hier vorne abzuschneiden, aber ich werde es auch hier vorne auch nicht schaffen. Ne, keine Chance. So, ihr könnt euch einmal. Ja, die. Das ist Tschechien, ne? Was ist das für ein? Ne, Rumänen sind halt hier vorne. Hungarian. Okay. Also, sobald ich das habe, kann ich Verstärkung holen, aber soll mich jetzt nicht abhalten, mein Ziel zu verfolgen. Aber ich bin guter Dinge, muss ich echt sagen. Ach, weißt du was? Zack, abgeschnitten. Ja, die will ich jetzt nicht da. Nee, da habe ich eine Lücke. Ich muss tun, dass ich hier alles wieder in den Griff kriege. Oh, das ist immer so zermürbelnd hier. Da ein Panzer kaputt, da ein Loch. Dauert ja ewig ein. So, endlich, Brücke frei, durchgehen. Ist egal, Hauptsache weg. So, hier vorne bin ich fast so weit. Also dessen Ressourcen sind jetzt abgeschnitten hier vorne, wie ihr sehen könnt. Also hier meine ich, Entschuldigung, nicht hier, sondern hier. Und zack, wie ihr sehen könnt, zack, durchgeschnitten. Keine Möglichkeit für die jetzt hier anzugreifen oder durchzubrechen. Flugzeugangriff. Ja, Brücke brauche ich nicht wirklich. Könnte ich aber einen machen. So, nächste Runde. Huhuhu, das wird noch spannend. Das wird noch richtig spannend. Okay, jetzt verpissen sie sich. Jetzt merken sie, oh, ich habe keine Ressourcen mehr. Oder keine Nachschub. Aber das ist mein Knackpunkt. Wenn ich den habe, kommt mein ganzer Nachschub hier durch und hier hin und fahre hier lang. Und hier runter. Was ganz wichtig ist für die Jungs hier unten. Weil die verkacken. Richtig. Ja, verzieht euch, verzieht euch. So gut. So ist das. Ja. Ist egal, ihr könnt so viel Nachschub packen, wie ihr wollt. Ich verkacke jetzt sowieso. Was? Weg mit dir. Angriff. Angriff. So. Und. Eingenommen, Versorgungsleitung
wiederhergestellt. Super geil. So, jetzt brechen wir hinten durch. Geben die Jungs mal hier unten etwas Hölle. So, jetzt bin ich hier. Wen greife ich an? Dich greife ich zuerst an. Was schon mal super ist. Zack, weg mit dir. Ah, doch. Du auch. So, du bist tot. So, wie ihr sehen könnt, haben die Russen jetzt keine Ressourcen, was ich wahrscheinlich 80.000 Mal jetzt gesagt habe. Aber so ist halt hier. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier nach und nach alle kaputt kriege. Ohohoho, das war tat weh. So, die sind alle. Ja, die wollte ich jetzt nicht angreifen lassen. Kann ich hier irgendwas machen? Großartig. Mit nicht zu vielen Verlusten. So, über die Brücke. Tja, jetzt wird es hier etwas eng. Darum versuche ich hier etwas anzuläufen über Luftangriffe. Nichts passiert. So, nächste Runde. Nächste Glück. Ich bin mal gespannt. So, rein da. Mein Gott. So, wir versuchen immer wieder ihre Ressourcen oder die Versorgungsleitung wieder aufrechtzuerhalten. Aber das klappt nicht, weil ich genau zwei Truppen auf diese Linie draufgepackt habe. So, jetzt verpissen sie sich hier oben. Weil gegen deutsche Panzereinheiten haben die keine Chance. Die sind extrem stark. Allein weil die entsprechend viele Mann haben. Viel. So, jetzt muss ich zusehen, dass ich diesen scheiß Kaffee hier unten kaputt kriege. Oh, egal, dich opfere ich jetzt. So. Leute, hier mit euch. So, die Leute können hier sofort hier unten hinschießen, um die Panzer hier unten, die Leute hier unten zu helfen. Okay, du bleibst hier stehen erstmal. So, jetzt müsst ihr endlich mal hier durchkommen hier unten. Weil hier unten kackt mir jetzt langsam an. Also kackt, das wollte ich gar nicht. Also er steht mir jetzt hier im Weg. Ist egal. So. Angriff. Ach, warum könnt ihr einfach nicht sterben? Immer noch nicht. Jetzt aber. Meine Güte hier. Ja. Endlich die Stadt erobert. Was ein Kampf, echt. Der jetzt auch nicht zu Ende ist. So, Leute durchschicken, schleusen sofort. Druck machen da. Aber ich habe jetzt kein. Ne, du bist auch. Du auch. So, es hat eher langsam keine Reserven mehr, keine Verstärkung. So, du bist fast tot. Auch.
Ich lasse jetzt mal da liegen. Ne. Nee, nee, das passt schon so. So, hier hin. So, ihr da unten, was macht ihr denn Schönes? Verstärkung. Ich kann euch schicken, euch erstmal hier hin. Dass ihr euch erstmal einen Nachschub holt. So auch. Dann kann ich erstmal hier zwei Einheiten hinschicken. Eine hier hinten hin. Ich glaube, schicken wir zwei Einheiten hier hin. Oh, ich will auch. So, dann warten wir eben. Schießen wir wieder los. Nächste Runde. So, jetzt vorhin da oben verteidigen. Versuchen wir den abzuschneiden. Das bekommt ihr aber nicht hin. So. Mein Gott, dauert die Runde ewig. Er verpisst sich, er merkt endlich, aha, Telefon. So, Telefon mache ich erstmal aus, gehe auf den Sack. So, weg mit dir. Versorgungsleitung erstmal her. So, Angriff. Naja, Handy klingelt immer noch nicht. So, jetzt greifen wir die Assis mal an hier. Zack. Ja, zeigt, was ihr könnt, Jungs. Zerstört. Ah, toll. Voll die Kanne wieder. So, Versorgungsleitung ist hergestellt. So, also die bekommen die gleich auf jeden Fall. Ich muss halt nur gucken, dass ich jetzt hier langsam hier runterkomme. So, jetzt gehen wir hier ins Eingemachte. Also wie ihr sehen könnt, das ist einfach nur Wahnsinn. Die Panzer sind so stark, einfach übermächtig. So, Leute kommen sofort hinterher. Hier unten kommen, schicke ich auch mal Leute hin. Okay, hier unten brauche ich auch Leute hier vorne. Also schicke ich ein paar Einheiten hier unten hin. Ich habe jetzt noch eine Panzereinheit, die ich später mal verschicken kann. So, auf jeden Fall ein paar starke Einheiten. Richtung. So, das. Nächste Runde. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, hier. Das hat nervenzerreibend hier, echt. So, so, ich komme endlich. Bereit. Mein Gott. Okay, ihr greift da an. Sobald ich hier frei habe, stecke ich meine Panzereinheiten alle hier runter. Zack. Oder Brücke. Fertig. Nicht groß aufhalten. Jetzt geht's wieder los, aber. Attacke. So, hier hin. Ihr auch. Ihr auch. Ihr auch. Ihr auch. So, jetzt geht's hier unten rund. Hier. Das ist meine Versorgungskette. So, erfolgreich hier unten. So, meine deutsche Truppen hier vorne greifen hier vorne an. Egal, was es kostet. Kann ich irgendwas. So. Vorwärts, Marsch! Alles, was ich habe, hier Richtung unten. Ich glaube, so viel werde ich auch nicht gebrauchen.
Aber was ich unten habe, habe ich schon mal unten. Und falls es kritisch wird, habe ich zumindest etwas in der Hand. Zwei Panzer sind und ach, da müsste reichen, da müsste locker reichen. So, hoffentlich bald geschafft. Verziehen sich jetzt. Okay. Nein! Warum er? Ist aber egal. So, hier vorne Versorgungsleitung wiederherstellen. Hier unten. Vernichten. 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 Angreifen. Angreifen. Gewonnen! Victory! Also, spannendes Spiel, spannende Mission. Also eine von den längeren Missionen mit größeren Maps und größerer Anzahl Mannequins und Panzers. Panzerses, Mehrzahl von Panzers sind Panzerses vor allem. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Folge 3 von Unity of a Command. Jetzt haben wir Army Group South jetzt beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie ich schon gesagt habe, Videos, hinterlasst einfach einen Kommentar, abonniert, wenn ihr möchtet, wenn es euch gefällt, guckt meine andere Videos einfach und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag noch, je nachdem, wann ihr das guckt. Adios, amigos. Tschüss.